Hallöchen und seid mir natürlich wieder herzlich willkommen zu Dragon Ball Legends, liebe Freunde. Heute mit einem Video präsentiere ich euch sozusagen meine Teams und meine Ausrüstungsgegenstände, die ich zum Beispiel momentan verwende. So, dazu gehen wir jetzt einfach mal hier ins Hauptmenü und gehen auf Charaktere. So, dazu haben wir jetzt hier ja ein Team, was ich momentan am Leveln bin, aber das ist nicht mein richtiges Hauptteam. So, mein Hauptteam besteht natürlich aus einem Broly-Team. Da haben wir zum Beispiel jetzt drinne hier Super Saiyajin Broly. Der ist bei mir auf 3 Sterne. Er ist natürlich ein Fernangriffstyp und ist bei mir hier schon, wie man sehen kann, voll gesoulboostet. Also der ist bei mir schon auf maximale Stärke, was das betrifft, auf die 3 Sterne halt quasi, ne? Also ab 5 Sterne wird er natürlich noch extrem stärker, weil er dann auch dazu noch eine weitere Fähigkeit bekommt. Das können wir uns nämlich hier auch mal kurz anschauen. Fähigkeit, und zwar hier. Die bekommt er ab 5 Sterne. Im Kampfepisode Kinoversion Saga Basisschlag Fernangriff 26% OP. Das heißt im Prinzip, dass seine Mitglieder, seine Charaktere oder beziehungsweise sein Team aus der Kinoversion Saga die 26% mehr dazu bekommen. So, dann habe ich hier natürlich bei mir drinne den normalen Broly Zorn. Der ist bei mir auch schon voll gesoulboostet. Der ist Schlagangriffstyp. Und der ist bei mir auch schon voll gesoulboostet. Den konnte man ja damals, oder was heißt damals, noch gar nicht so lange her, den konnte man Free-to-Play farmen. Ja, den hat man Free-to-Play bekommen. Ist auch ganz cool. Das ist nämlich hier die beiden Brolys aus der Kinoversion-Saga. Dann habe ich hier, sagen wir schnell, Son Goku Kinoversion drin, Einhengi Genki Dama. Normalerweise müsste an den seine Stelle Gogeta rein. Aber da ich Gogeta selbst nicht besitze, habe ich mich für den im Prinzip entschieden. Er ist ein Verteidigungstyp und der ist bei mir auch schon voll gesoulboostet. Und ja, dann habe ich hier noch Kula drin, der ist Fernangriffstyp blau. Also blau, nicht grün, besser gesagt. Und der ist bei mir, glaube ich, ebenfalls, wenn ich mich drin erinnere. Ja, der ist voll gesoulboostet. Nett. Cooler ist eine coole Karte, also beziehungsweise ein cooler Held. Und den sollte man nicht unterschätzen. Und viele unterschätzen den ja so sehr. Viele sagen, ja, gut, cooler. Unterschätzt den nicht. Der hat gute Fähigkeiten. Dann habe ich den blauen Son Goku Saiyajin drinne. Er ist auch ein Schlagangriffstyp und der müsste bei mir auch voll gesoulboostet sein, natürlich. So, dann haben wir hier noch drin Paikohan oder Paikon. Der ist bei mir auch drinne, aber nicht voll gesoulboostet. Da siehst du, da fehlt ein bisschen. Aber den verwende ich sehr selten halt im Kampf, sage ich jetzt mal so. Den habe ich einfach nur so jetzt irgendwie mit dabei, wegen der Fähigkeiten, die er abgibt für Kinoversionen, Saga-Helden. Und ja, damit sind wir im Prinzip eigentlich auch schon beim ersten Team durch. Das ist ja noch nicht mein einziges Team, ne? Also jetzt kommt jetzt noch mein Saiyajin-Team, also mein Super Saiyajin-Team. Oder beziehungsweise Saiyajin-Team. Da habe ich drinne den Super Saiyajin Gott Son Goku, der ist bei mir auch voll gesoulboostet, ja. Und normalerweise müsste auch da an dieser Stelle Super Saiyajin Gogeta ran, habe ich leider nicht. Deswegen der Ersatz. Dann habe ich Super Saiyajin Bardock drinne. Freunde, Super Saiyajin Bardock ist ein Muss für jedes Super Saiyajin Deck, denn der muss rein. Das ist ein Unterstützertyp. Wenn man ihn auswechselt oder beziehungsweise einwechselt im Kampf, kriegen deine anderen Charaktere Buffs, Fähigkeiten, und die machen sich durchaus bemerkbar. Also, wenn ihr diesen habt,
nehmt die mit rein, auf jeden Fall. Aber dazu mache ich auch noch mal ein anderes Video, also was für Teams gut zusammenpassen. Dann habe ich natürlich mein Broly wieder hier drin, ganz klar, den spiele ich sehr gerne. Dann habe ich Super Vegeta drin, den finde ich auch mega geil. Und das ist eine Maschine, sage ich euch. Der rasiert, ne? Der rasiert. Unterschätzt ihn nicht, auch wenn er schon etwas älter ist und nicht gar so neu wie die anderen Charaktere, aber er rasiert. So, dann habe ich meinen Super Saiyan 3 Son Goku drin. Der ist auch Schlagangriffstyp, lila, auch macht er mega Schaden, wenn er voll gesoulboostet ist. Leider habe ich ihn, glaube ich, noch nicht voll gesoulboostet, wenn ich mit drin, ja, fehlt noch ein bisschen. Also wie gesagt, ich bin dann noch halt bei, die Steine zusammenzufahren. Auch darüber mache ich da mal ein extra Video, wo ihr am besten farmen könnt. Also da braucht ihr keine Panik haben. So, dann habe ich noch zum Schluss drin Raditz. Ihr fragt euch sicherlich, warum hat er Raditz drin? Raditz ist bei mir ein Charakter, der auf der Ersatzbank ist. Und er unterstützt halt mit Lebensenergie meine Charaktere. Und das ist wiederum bei Broly und sowas richtig geil, richtig gut. So, das ist mein Super Saiyajin Team. Dann haben wir mein Hybrid Saiyajin Team. Der ist noch nicht wirklich voll gesoulboostet. Besteht aus Son Gohan Teen, also Super Saiyajin 2 Son Gohan. Den liebe ich, der ist richtig geil. Dann meinen Son Gohan Kid. Der ist auch mega geil, als grüner Held. Super, unterschätzt ihn nicht. Dann haben wir hier Super Trunks, voll aufgepowert, ne? Auch kann ich euch sagen, mein Hybrid Saiyajin Team ist noch nicht wirklich Soul geboostet. Dann haben wir hier drinne Super Saiyajin Gotenks, der ist auch mega. Und dann habe ich hier Son Goten Kind und Son Goten Trunks drinne. Was natürlich die beiden ich ersetzen würde, hätte ich die beiden in eine Super Saiyan Form. Da ich die Charaktere nicht habe, habe ich die beiden drin. Aber die machen zusammen im PvP gut Damage. Unterschätzt sie nicht. Zusammen sind die beiden stark. Und Son Goten und Trunks Kid sollten zusammengespielt werden, auch als Super Saiyan Form, denn die unterstützen sich beide immens. So. Dann kommen wir zu meinen bis jetzt Lieblings-PvP-Team, den ich zurzeit viel im PvP halt spiele. Und das ist mein Cyborg-Team. Darauf bin ich sehr stolz. Da haben wir zum Beispiel Cyborg Nummer 16. Was ein geiler Verteidigungstyp. Der steckt mega ein. Mega. Und die haben vor allen Dingen auch Ausrüstungskarten verfügbar gegen Saiyajins, womit sie halt noch weniger Schaden erleiden. So, dann haben wir hier, wie soll es auch anders sein, Cyborg Nummer 18, C18 auch genannt. Dann unseren Cyborg Nummer 17, C17 auch genannt. Ein richtig geiliger Verteidigungstyp, nutze ich aber meistens sehr zum Angriff, genauso wie C18. Und auf der Ersatzbank habe ich natürlich drauf Cyborg Nummer 19. Die Pan unterstützt mit Fähigkeiten, nämlich weibliche Helden für meine C18 da oben. Und natürlich Dr. Geo Cyborg Nummer 20. Und wie gesagt, auf der Ersatzbank, die sind noch nicht komplett gesoulboostet. Aber die Dreier-Team da oben, die ich im Kampf immer spiele, die sind bei mir schon gesoulboostet. So, dann kommen wir zu einem Test-Team, den ich momentan viel teste. Oder beziehungsweise die ich jetzt als Test zusammengebaut habe, aber noch nicht gesoulboostet sind. Also die sind wirklich noch low ein bisschen. Da haben wir unseren Super Saiyajin Gott. Dann aus den letzten Setup-Banners oder was es da war, Vegeta aus der Z-Saga. Das ist noch der Anfangs-Vegeta, der auf die Erde kam und gegen Son Goku gekämpft hat. Dann haben wir unseren Son Goku Kaioken Goku. Eine Maschine, wenn der aufgepowert ist. Und dann haben wir hier natürlich hier Raditz natürlich als Unterstützerschar. Dann haben wir hier
Super Saiyan 3 als Unterstützer-Char und Son Goku als Extreme als Unterstützer-Char. Die sind unten bei mir auf der Ersatzbank, weil mein Hauptteam platziere ich meistens immer nach oben und die bei mir auf der Ersatzbank sind, kommen bei mir immer runter. So, dann haben wir hier das Level-Team, was ich momentan immer so zum Leveln benutze. Und da unten haben wir weiter nichts. So, dann kommen wir mal zu den Ausrüstungen, die ich für meine Charaktere momentan nutze. Und da gehen wir mal hier ins dieses Menü, in diese Ansicht. Da haben wir nämlich auf der linken Seite schön meine Charaktere und rechts meine Ausrüstung, die ich hier, sagen wir schnell, momentan verwende. Was diese Ausrüstungskarten können und wo ich sie her habe, das werde ich euch alles noch mal schön klein in einem extra Video mal erklären. Und ich kann euch bloß raten, für Saiyajin Charaktere, dass ihr immer diese Ausrüstungskarte benutzt, ihr Bastarde. Hört sich doof an, aber es geht Basisschlagangriff 18,25%, je nachdem wie höher, Basis Crit und Basis KI Regeneration. Was ich auch noch empfehlen kann, ist diese Ausrüstungskarte, die ist auch mega geil. Basis Fernangriff, Basis Lebensenergie und Sonderangriff Halb Saiyajin. Je höher natürlich die Werte sind, umso besser. Und ja, das kann ich euch wirklich gut empfehlen. Wir haben hier, glaube ich, noch irgendeine Ausrüstungskarte. War das die hier zum Beispiel? Wo auch noch immensen Crit-Wert drauf ist. Ah, hier, Basis kritisch. Das ist auch zum Beispiel eine richtig geile Ausrüstungskarte. Basis Schlagangriff, Basis Schlagverteidigung. Verteidigung ist meistens immer nicht schlecht. Gerade so bei, wenn ihr Verteidigungstypen spielt, dann solltet ihr Schlagverteidigung mit reinnehmen. Aber das erkläre ich euch alles später mal in einem anderen Video mal. So. Dann hier meine Halb Saiyajin Ausrüstungsgegenstände, die ich da ausgerüstet habe. Sind auch sehr gut, zum Beispiel auch die Karte hier ist mega geil. Ne? Von Krillin. Warte bitte. Basis kritisch 17,15%. Leute, das ist mega. Und vor allen Dingen Sonderverteidigung Halb Saiyajin 9,20% bei weniger als 50% Lebensenergie. So. Dann hier meine Cybox, Ausrüstungsgegenstände, die ich gerne auch bei den Cybox nutze. Und ich glaube, das war's im Großen und Ganzen. Hier, diese Ausrüstungskarte ist auch sehr nice. Da kriegt man Geschwindigkeitsleiste und sowas alles dazu auch ein bisschen. Und ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen, liebe Leute. Das ist im Prinzip momentan meine Teams, die ich so spiele. Und die Ausrüstungsgegenstände, die ich momentan verwende. Natürlich hat jeder so seine eigenen Vorlieben, wie so die Ausrüstungsgegenstände benutzt werden. Ich nutze die und ich würde mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreiben könntet, was ihr so für Teams nutzt, was ihr so für Ausrüstungsgegenstände benutzt momentan und wo man das alles herbekommt. Was am besten halt quasi auch so wäre, das kommt alles mal in einem extra Video. Ich bedanke mich natürlich hier recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Verbreiten des Videos und drückt jetzt an dieser Stelle den Abo-Button und die Glocke nicht vergessen. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, denn das sind nicht die einzigen Dragon Ball Legends Videos, die ihr hier auf diesem Kanal sehen werdet. Denn hier wird noch viel mehr kommen und demnächst auch News und all möglichen Scheiß bei Dragon Ball Legend. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin euer Storm, ich bin raus. Gehabt euch wohl. Ciao.